Oh mein Gott, neue GTA 6 Informationen bezüglich der Story, verschiedene Gameplay-Elemente und noch vieles, vieles mehr besprechen wir in diesem GTA 6 Video. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eins ist ganz klar, wir sind heiß auf GTA 6. Auch wenn Rockstar Games nicht viel Informationen preisgibt, haben wir immer noch die GTA-Community, die immer wieder neue Informationen rausfindet. Zudem bekommen wir immer wieder neue Informationen von ehemaligen Mitarbeitern oder Leakern, die jetzt auch schon wahr wurden. Das heißt, Rockstar Games hat ein großes Problem mit der Sicherheit und sie können das Spiel nicht so geheim halten, wie sie möchten. Das ist natürlich gut für uns, denn so haben wir mehr Informationen zu GTA 6 und können ungefähr einschätzen, was da kommen wird. Stand jetzt wird der GTA 6 Trailer Teil 2 im Mai erscheinen und GTA 6 wird selbst im Frühjahr 25 veröffentlicht. Das heißt, wir stehen kurz bevor. Umso wichtiger sind Informationen für uns, was wir in GTA 6 erwarten können. Aber eine kurze Zeitinformation, Leute. Ich habe gestern God of War Ragnarok durchgespielt. Was war das bitte für ein krasses Game? Also wenn du es noch nicht gespielt hast, dann hast du was verpasst. Richtig, richtig geil. Aber was auch noch sehr wichtig ist, Leute, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren GTA 6 News zu verpassen. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand seit 4 Jahren. Informiere ich die Leute bezüglich GTA 6 und genau dich will ich auch weiter informieren. Deswegen bleib auf jeden Fall am Ball, indem du diesen Kanal abonnierst. Liken, kommentieren, um mich auszusupporten. Fangen wir mal an mit diesem Video. Wir haben einige Informationen von einem Qualitätsmitarbeiter bekommen von Rockstar Games. Nima ist ein Qualitätsmitarbeiter, der in verschiedenen Unternehmen mitgewirkt hat, an verschiedenen Projekten. Und jetzt war er auch ein GTA 6 beteiligt. Und jetzt gibt uns Informationen, die natürlich einerseits interessant sind, aber auch schon einige Informationen, die schon bekannt sind. Die erste Information, die er uns liefert, ist, dass GTA 6 mit einem Raubüberfall beginnt, ähnlich wie mit GTA 5. Und das ist auch schon sehr wahrscheinlich, denn wir sehen auf jeden Fall im Trailer, dass Lucia im Gefängnis ist. Und so wird das Spiel auch starten. Das heißt, GTA 6 wird damit starten, dass wir Informationen bekommen, warum Lucia im Gefängnis sein wird. Und wir werden mit ihr einen Raubüberfall begehen, das schieflaufen wird. Und dementsprechend sind wir dann im Gefängnis und dann werden wir befreit, eventuell von Jason, keine Ahnung. Und im Laufe der Story wird sich das alles weiterentwickeln in eine großen Liebe bezüglich Jason und Lucia. Wenn ihr eine kriminelle Aktivität durchführt, werden die Polizisten euch umzingeln. Das heißt, in GTA 6 sind die Polizisten so schlau, dass sie die Möglichkeit haben, euch zu umzingeln und den Laden, wo ihr zum Beispiel seid, einfach komplett dicht zu machen. Somit wird es für euch schwerer, den Laden zu verlassen. Wir werden Dual-Waffen bekommen, das heißt, in GTA 6 wird es möglich sein, 2 Revolver zu halten und halt damit zu spielen, wie in RDR 2. Dieses Feature, was wir jetzt besprechen werden, ist schon sehr bekannt, denn wir werden in GTA 6 das Eagle-Eye-System bekommen. Das kennen wir aus RDR 2 oder Max Payne. Bedeutet, wenn ihr auf eurer Tastatur oder auf dem Controller eine gewisse Tastenkombination drückt, werden alle wichtigen Items hervorgerufen und ihr läuft in Slow Motion zum Beispiel. In RDR 1 hatten wir auch ein Eagle-Eye-System, wo wir gewisse Ziele auswählen konnten und dann hat unser Charakter diese einfach getötet. In GTA 5 hatte Franklin diese Slow Motion-Funktion im Auto und Michael die Slow Motion-Funktion mit dem Schießen. Und in GTA 6 werden wir das auch haben, wie gesagt, und da werden einfach die ganzen besonderen Items hervorgerufen. Zudem können wir mit diesem Eagle-Eye-System in GTA 6 auch Ziele auswählen, die unser Charakter dann töten soll, wie in Red Dead Redemption zum Beispiel oder Max Payne. Eine weitere Funktion ist, dass wir in GTA 6 mit den NPCs interagieren können, wie in RDR 2. In den Aufnahmen, die wir bekommen haben von GTA 6, konnten wir sehen, dass wir auch zum Beispiel NPCs festhalten können oder auch als Schutzschild benutzen können. Eine richtig geile Funktion, die ich sehr, sehr feiere, ist, dass die Map von GTA 6 immer weiter erweitert wird. Geht nicht davon aus, dass die Map, die wir jetzt haben oder die wir sehen werden in GTA 6, auch genauso so bleiben wird. Sie wird noch größer, meine Freunde. Sie wird noch größer. Ob es im Story größer sein wird, wage ich zu bezweifeln. Aber im Online-Modus wird definitiv die Map erweitert und wir bekommen weitere Ortschaften hinzugefügt. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Das sorgt dafür, dass das Spiel immer lebendig bleibt und es macht einfach Sinn, das Spiel nochmal zu spielen, um die neuen Orte zu erkunden. In GTA 5 zum Beispiel, wir kennen alle Gebiete, alle Ortschaften aus Santos, deswegen macht es ein wenig Sinn und es wird auf jeden Fall mit der Zeit langweilig. Vor allem, wenn wir wissen, dass GTA 6 zum Beispiel die nächsten 10, 15, 20 Jahre am Laufen sein wird und wir noch sehr lange auf GTA 7 warten werden, ist es sehr wichtig, dass die Map weiter erweitert wird, um neue Impulse zu setzen. Zudem sagt er, dass das Spiel die
größte Anzahl an Aktivitäten hat im Vergleich zu allen anderen GTA-Titeln, wie zum Beispiel Golfen, Basketball, Tennis, Billard und zum ersten Mal können wir auch fischen und seltene Fischarten angeln. Und das, was wir jetzt besprechen, finde ich ziemlich geil, denn Rockstar Games plant, ein gewisses System einzuführen, dass wir verschiedene Items entdecken müssen und erst dann können wir sie auch benutzen. Das heißt, es werden in GTA 6 Waffen sein, die ihr von Anfang an nicht benutzen könnt und erstmal entdecken oder finden müsst, bevor ihr das halt nutzen könnt. Auch geht es hier um verschiedene Tiere und auch Attachments, wie zum Beispiel Schalldämpfer etc. pp. Seltene, wichtige Sachen müssen erst von euch entdeckt werden. Lucia und Jason werden in demselben Haus wohnen und das Haus wird sich mit der Zeit verändern, je nachdem, wo wir mit der Story sind. Vielleicht wird Lucia irgendwann ausziehen, vielleicht haben wir irgendwie Stress mit ihr, aber das Haus von uns wird auf jeden Fall mit der Zeit verändert. Und ich hoffe sehr, dass wir auch wie in Sims zum Beispiel wenigstens etwas Änderungen durchführen können. Laut ihm sind momentan keine Singleplayer-DLCs geplant, was ich sehr schade finde, denn ich finde Singleplayer-DLCs sind immer richtig geil und haben einen ganz anderen Vibe als zum Beispiel im Online-Modus. Hauptsache, sie machen den Online-Modus richtig geil und nicht diese ganzen Pay-to-Win-Geschichten. Bitte Rockstar Games, bitte rastet da nicht aus, bitte mit dem Online-Shops und so, bitte hört auf damit. Alle Aktionen und Sachen, die ihr in der GTA 6 Welt tut, wird in den News berichtet und in Social Media. Und in Social Media werden die NPCs das auch kommentieren. Wir wissen auf jeden Fall, dass GTA 6 eine große Social Media Welt hat. Allein im Trailer war TikTok, eine Anlehnung auf TikTok, sehr stark zu sehen. Das heißt, GTA 6 wird das Thema Social Media sehr gut behandeln und dass eure Sachen, die ihr auf der Map macht, in Social Media ihren Weg finden werden. Vielleicht werden NPCs euch filmen und das dann auf TikTok hochladen. Oder die Nachrichtensender werden euch halt einfach in den News präsentieren. GTA 6 wird eine sehr lebendige Spielwelt sein. Es wird dynamisch verändert und wir werden auf jeden Fall einiges erleben können. Ich bin schon sehr hyped. In den nächsten Wochen, Monaten können wir neue Informationen zu GTA 6 bekommen. Vor allem im Mai ist es hoffentlich soweit und nächstes Jahr im Frühjahr werden wir das Spiel endlich spielen. Was ist deine Meinung zu diesen ganzen Informationen? Wusstest du es schon? Wenn nicht, würde mich mal interessieren, was du dazu sagen kannst. Deine Meinung in die Kommentare, liken, kommentieren, wenn du mich als Support, meine Freunde, abonnieren für mehr GTA 6 News und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.